Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Final Fantasy XIV Heaven's War. Es geht jetzt nun weiter mit dem Beschwörer. Ich hoffe, es hat euch der letzte Part gefallen. Ja, und wir machen auf jeden Fall weiter und natürlich auch die anderen weiteren Parts. Also nicht nur vom letzten, sondern auch die, alle anderen Parts von den Jobquests. Würde mich auf jeden Fall dort über eure Feedbacks freuen und natürlich auch hier. Und ja, wir machen an der Stelle auf jeden Fall weiter. Wer fragen will, muss tragen. Da haben wir Ruin'Gar. Du führst eine elementarneutrale magische Attacke aus. Attacke Wert 200. Während Bahamut Trance ist der MP-Verbrauch verringert. Cool. Tanzender Wolf erwartet dich mit einer sehr ernsten Miene. Genau, da war ja der Zwischenfall. Und angeblich sollte Tristan wieder leben. Wir haben ja auf jeden Fall erlebt, durch die ganzen Quests, also von Eru Reborn, dass wir das erstmal mit Tristan aufnehmen mussten. Der war so gesehen unser Gegenpart. Und ja, den hatten wir dann eben halt bei der letzten 50er-Quest so gesehen besiegt gehabt. Und ja, im letzten Part war das eben halt 50, 2 und 52. Also sprich jetzt die Quest aus Heaven's Ward. So, wir machen jetzt hier weiter. Wir müssen dort oben zum Kohlenstaub und der Sache nachgehen. Ihr könnt wiederum gerne Feedback da lassen. Wie findet ihr jetzt zum Beispiel die neue Fähigkeit sonst mit Schmerzensflair oder gegebenenfalls auch sonst hier mit Ruin'Gar? Würde mich mal interessieren, für die Leute, die halt schon mal ein bisschen mehr Ahnung vom Beschwörer haben oder sich da einfach so interessieren, lasst gerne mal da eure Meinung dazu da, würde mich mal interessieren. Und ja, ihr könnt auch gerne mal bei den anderen Jobquests reinschauen, würde mich freuen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, noch mindestens noch dieses Jahr das hinzubekommen mit allen, mit 60 und so weiteres, damit ich erstmal, ja, halbes Jahr so gesehen erstmal Ruhe habe, bis eben halt Starblood kommt. So, hier haben wir den überfallenen Minenarbeiter. Ja, da müssen wir uns nur beeilen. So, Spriganhügel untersuchen und Klumpen rot. Was? Rotgültig Erz vom Sprigans erbeuten. Okay. Das ist ja meine Aufgabe. Spriganhügel. Den ersten haben wir schon mal erbeutet. Hier ist der zweite. Also ist das auf jeden Fall schon was. Sehr schön. Da oben ist noch der zweite. Oh, diesmal mehr. Ätherfluss.
Das sieht so cool aus eigentlich. Oh, ich muss ja auch wieder das aufladen. Nützt ja nichts. So, jetzt muss er wieder Saft kriegen. Ja. Ja, genau. Das ist auch gar nicht schlecht. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, natürlich haben wir es. Irgendwie scheint der Tanzender Wolf erschöpft zu sein. Er muss ja Langeweile gehabt haben. Und da also schon wieder ab. Aber wir haben wieder Informationen gesammelt. Okay. Dann gehen wir wieder zurück nach Uldar. Wir haben ja schon mal Informationen bekommen. Wir sind bestimmt demnächst an ihn nah dran. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er wieder seine Finger im Spiel hätte. Aber es hätte aber auch so sein können, weil er ist ja, man hat seine Leiche nicht mehr gesehen. Man hätte irgendwie gedacht, er wäre einfach so verbrannt. Aber er scheint das vielleicht auch dann überlebt noch zu haben und verschwunden zu sein. Weil er diesen dunklen Pakt ja von den Ashians eingegangen ist. Oh ja. Oh, nice. Dann kriegen wir schon Ruin-Gar. Super. Und da haben wir jetzt auch schon die nächste Fähigkeit. Müssen jetzt hier die bisschen mal hier sortieren. Boah. Ja, wo will man die ganzen Sachen dann noch lassen, ne? So denkt man sich das halt. Was will man doch damit alles
Ja, wo will man denn die Sachen noch alle hinpacken? Das ist echt so. Und ja, wir teleportieren erstmal wieder. Puh. Ja, egal, ich zeige euch das ja gleich sonst. Wir machen auf jeden Fall sonst nochmal eine weitergehende, wie wir es auch beim letzten Part gemacht haben. Da haben wir es ja. Haben wir es aber sonst dahin. Und das eine war ja Bann. Okay. Dann machen wir einfach nochmal die nächste. Mit 56. Fingierter Transport. Ich muss mal kurz hier nochmal. Das hier mit 58 und 56. Okay. Hier bekommen wir Trisasta. Du fügst den Ziel Biora und Mirsama zu. Dauer, jeweilige Wirkungsdauer. Cool, da kriegt er einfach auf einmal alles da drauf. Ist auch nicht schlecht. Tanzender Wolf möchte dir einen Vorschlag unterbreiten. Phase 2. Okay, dann machen wir uns da auf zum blauen Dunst. Wo war das denn? Ach, da. Auf geht's. Da haben wir ihn ja. Gut, dann bereiten wir uns erstmal auf jeden Fall vor. Da sollen wir hingehen. Ich muss echt mal überlegen, wie ich das auch alles so verteilen kann. Sprich, die ganzen Kommandos. Es gibt ja außerdem jetzt auch das erweiterte Kommando. Aber da muss ich ja mal noch schauen, wie ich das doch alles einstellen möchte und so. Und das wird, ja, mal sehen. Das ist ja auf jeden Fall trotzdem ein sehr cooles Feature, wenn man es auf jeden Fall ja, braucht. Man braucht sowieso eh Platz. Bei den Kommandos, falls man jetzt nicht bei den Sets switchen möchte. Jeder geht zu seiner Position. Da ist er. Ja, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da auf einmal? Denn in diesem Kostüm. Es kann nur eins bedeuten. Er scheint wohl ganz im Bunde jetzt nur zu sein. Schwarz gekleideter Beschwörer. Der hat sein Ifrit-Egi, der ziemlich groß ist und ordentlichen Cleave macht. Wow. Ah, Winger, sieht auch schon echt nice aus, muss man sagen. Aber den zeigen wir es hier. Ihm machen wir das nicht so einfach. Ha! Den haben wir es gezeigt.
Der war nicht wirklich nicht so allzu stark. Es ging eigentlich. Tristans Bruder, Kaeden. Merkwürdig. Der eine ist wie der andere. Zu nichts zu gebrauchen. Noch ein Arschieren. Ah, Arschieren des 12. Kelchs. Ah, okay. Tristans Bruder Kaeden. Wir machen uns wieder auf zurück zu der ewigen Halle. Dass dieser Aschin ihn als untote Marionette für seine Zwecke missbraucht, ist ungeheuerlich. Ach so. Es war irgend so ein Untoter, der gesteuert wurde ist von denen, der aber gar nicht mehr Wirklichkeit gelebt hat. Also irgendwie so eine Art wie so ein Zombie. Heftig. Dass die Aschin jetzt alles so in der Lage sind, ne? Marionetten von Toten und alles. So, jetzt haben wir Trisasta da drauf. Trisasta basht ordentlich auch, denke ich mal. Wow, Leute, Platz und so, ne? Platz und so. Ziemlich heftig. Waren wir das denn hier? Da, Trisasta. Wo ist Trisasta da reingehauen worden? Hä? Keine Ahnung. Oh, so viele Sachen hier. Ja, machen wir das mal hier erstmal hin. So viele Sachen. Aber wir machen auf jeden Fall im nächsten Part weiter mit Part 58, Göttlicher Äther. Da bekommen wir Bahamut Trance. Du harmonisierst deinen Äther mit Bahamut und erhöhst dadurch deinen ausgeteilten Magieschaden um 10%. Außerdem sind die MP-Kosten von Ruinga verringert. Bedingung: Bahamut Äther 3. Bahamut Äther erhältst du durch das Einsetzen von Ätherfluss verbrauchten Kommandos. Ah. Na gut, wir machen auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne Feedback da. Ja, zu den Beschwörer. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Allgemein auch selber zu dem Part. Wie hat euch der Beschwörer gefallen oder wie gefällt er euch? Und wollt ihr den auf jeden Fall auch noch machen?
Lasst es auf jeden Fall gerne wissen, wäre echt cool. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.